Ich danke bestens. Oh, Achtung, Paparazzi, was? Was? Also, kommen schön. Wir wollen näher das Kind ins Radler. Komm! Aber ich tue nur geschwind an diesem Leuchten. Ich kann den neuen Namen sagen. Es ist zwar schwierig, ich muss selber überlegen. Achtung! Ja, Strubhaar und Damacher kann man gut kombinieren. Achtung! Nein, wir haben jetzt gesehen. Am Haar ist Strubacher. Am von Amacher. Haar, am, ich bin Haar in Strub und Acher. Amacher. Also, jetzt freue ich mich, dass wir das erste Mal in meiner Karriere so mit dem Brückleisen so etwas machen. Wir tun jetzt diese Woche heiß testen und schauen, wie das auskommt. Haben wir Sorge. Wir genießen es sicher. Ja, sicher. Die zusammen kommunizieren, wenn etwas dem einen oder dem anderen auffällt. Und dann, ja, zur ersten von A nach B Reise. Weil wir haben eine Veloferien im Frühling, wir haben eine A nach B Reise und wir haben eine Veloreise im Herbst. Und jetzt machen wir jetzt das, von A nach B, von Amacher nach Beat. Also. So. Yeah. Ist aber vielleicht noch ganz schön hinterher. Halb rohes Fleisch. Ja. Ja, und dann mögen wir hinaus im Beat. Und morgen auf dem Velo sowieso. Oh, der ist am Film. Thank you.
Da ist die tiefe Sehnsucht nach Salbe. Steck du mich in Brand mit deiner Leidenschaft und zünd das Feuer wieder an. Zünd das Feuer wieder an in mir. Zünd das Feuer wieder an. Zünd das Feuer wieder an in mir. Hey, berührung mich ganz neu. Füll mich an mit deiner Freude. Zünd das Feuer. Mit dem Velo, den habe ich nicht gebraucht, eigentlich. Aber es hat immer drei. Thank you.
ja, das geht. Ja, das ist doch richtig so. Ich will nach Hause fahren. Ja, was wollen wir noch mehr? Das wäre ein Ausseich gewesen, weil es wäre der Velofahren so schön weg gewesen. Morgen wendet die Idee nicht das Essen mit, weil ich weiss nicht, wie es dann eben auf das Mal so schön ist, wo wir am Morgen ein schönes Plätzchen haben, bevor wir den Bus getroffen haben. Dann fahren wir nicht bis zum Bus zum Essen. Also, nein, doch nicht. Prost, ja. Prost. Prost. Zusammen. Wir die wüssten, wo wir drüber wollen. Ja. Ja, mit Rösen. Oh, sieht was? Ja, das ist gut, wir gehen dann gerade hier, weil es ist eigentlich... Ja, vorhin, als ich uns ein bisschen darüber gewischt habe, habe ich gesehen, dass es gar nicht so schlimm ist. Ja, also, jetzt gehen wir dann einfach gerade hier.
Martin. Wir gehen jetzt hier aussen um. Eigentlich ganz normal. Dann kommt es gut. Ich schenke dir mein Herz, ich habe sonst nichts anderes und sage... Sorry.
Das grosse Warten auf den Stöffel. Ja. Musst du nicht den wecken? Ja, ich bin also. So fest eigentlich machen das auch hier. So, jetzt lass dir drüber, was du so kannst. Es regnet auch heute. Und dann rüber. Das ist schön. Ja, noch ein bisschen weiter. Ja, schau. Def, ich bin drum Ahi. Ahi, wenn du bist hochgekommen vom 16 in der Kurve. Habt ihr mehr gesehen? Nein, da sind wir links hochgekommen und ich bin Ahi. Die Kurve gewartet sind. Du kommst jetzt hier, die geht links hoch. Aber du bist etwa rechts. Bist du jetzt hier angekommen? Nein, von hier. Aber ich bin du auch. Also, es ist... Ein spezieller Grund, warum wir hier stellen. Ich möchte euch allen gratulieren und vor allem recht herzlich denken, denn ich hätte nie gedacht, dass Paddy und ich eins an einem Smiley-Tag mit diesen Smileys 100 Kilometer knacken. Hey, wir haben jetzt gerade 100 Kilometer gemacht. Ist nicht selbstverständlich, denke ich. Und der Kameramann soll gerade seine Kamera eins drehen und er ist dabei. Drei dich an eins, film dich an eins selber. Auch unser Herbert. Der noch die Schuld ist, dass wir eigentlich unterwegs sind, ist auch dabei. Ich denke, das ist nicht mehr selbstverständlich heute, dass man so in einer Gruppe noch so etwas machen kann. Merci vielmals! Ja? Wo bist du gerade? Da bin ich rechts hingefahren mit dem Velo. Nein, Teichen, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Hä? Moment, komm, bleib jetzt so. Vini, muss man einfach auch sagen, die ist tapfer gefahren. Bravo! Ja! Das ist dann nicht selbstverständlich für jemanden, der nicht Velo fährt, so zu fahren jetzt hier auf diesem Schotter. Also das ist sicher auch ganz speziell. Ich wahnsinnig war auf dem Schotter. Ja, aber du hast das tiptop gemacht. Ja, ich muss. Ich wollte schon fast Thank you.
Ja, wollt ihr nicht selbst sind überzeugt? Wohl, aber kann ab und zu nicht. Also, das ist schon noch so weit. Das ist der letzte Tag, die letzte Etappe. Steff hat das zuerst mal gesagt und es ist wirklich so. Die letzte ist fast die gefährlichste. Wir müssen uns konzentrieren und so probieren zu radeln, wie wir jetzt geradelt. Hier zählt man umso mehr etwa uns an Donau ansehen. Gestern haben wir so etwa uns gesucht, weil wir es nicht gesehen. Das Wetter könnte nicht besser sein. Irgendwie jetzt, ich sage 75, Steff sagt 90 km und da dazwischen wird es dann etwas sein. Also, habt Sorge, viel Spass und jetzt gehen wir heute so noch das Wetter so richtig ausnutzen. Los geht's! Wir sind hier über die Brücke gegangen. Dann gehen wir hier die Reise zwei kleines Dörfli. Dann gehen wir dann noch ab vom Ding. Dann kommen wir dann auf das Weltenburg. Jo, ist gut, schön. Einfach schauen, bevor. We are now departing the Belsenberg. It rises 105 meters and 6 meters over. At the top of the mountain. Who must have had a crown? Kurzspitz auf Schiff. Das ist doch gut. Wie ist das gut? Oh,
Fest.